Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, das Leben geht weiter, ne? Jeden Morgen wachen wir wieder auf, Gott sei Dank. Ey. Und jetzt kommt noch das schlechte Wetter und daran ist die SPD auch schuld. Ja, die Sotzen natürlich, wer sollen sonst schuld sein hier? Der Himmel bewölkt sich und da ist Olaf Scholz auf jeden Fall in der Spitzenposition, ne? Der Ja. hätte ja mal mit dem Petrus reden können, oder? Ja, der war doch so hoch, der war doch auf 10.000 Meter, hätte er doch mal nachfragen können. Ja, bei der Gelegenheit, wenn man sowieso schon so hoch fliegt, ne? Aber er hat ja echt was gehoben da in New York, muss man ja Ja, sagen. ja, ja. Also all die Häme, die so im Netz zu finden ist darüber, dass er in der schwierigsten Zeit, die Deutschland je hatte, irgendwie abgetaucht ist und fort ist, ja, hat sich herausgestellt, völliger Unsinn. Weil wenn Deutschland mit Namibia zusammen ein Reformpaket für die UN hat schmieden können, das bedeutet natürlich auch Verhandlungen mit jedem einzelnen Mitgliedstaat und da dann am Ende auf fast kein Widerspruch, außer Russland natürlich, es war mir klar, stößt, dann ist das ein Erfolg und dann hat er da zu sein. Und er hat sicherlich nicht bei Guterres angerufen, er möge doch bitte die UN-Versammlung just an dem Tag legen, wo in Brandenburg die Wahl Nee, schiefgeht. also diese Borniertheit der Hauptstadtjournalisten in Berlin, die meinen, Berlin wäre der Mittelpunkt der Welt, ist schon dramatisch. Ja, also diese Verzerrtheit, diese Verzerrung nennt man das ja in der KI von Wahrnehmung. Hysterisch sind die alle miteinander, wie die kleinen Buben. Und also das war gestern ja von diesem, wie hieß die Platzpatrone? Kapellan. Ach, Kapellan, ja, genau, das war ja eine Glanzleistung des deutschen Journalismus. Naja, er ist ja um seine Bewertung ge gefragt worden vom Redakteur im Studio. Aber das war ja keine Bewertung, das war ja einfach nur ein Bashing, reines Bashing. Ja, die Journalie gegen die Sozis, auch in Großbritannien, Labour hat ja alles verkehrt gemacht die letzten 20 Jahre. Und hat jetzt nach 3 Monaten immer noch nichts erreicht. Nein, gar nichts. Ja. Das ist schon dramatisch, was der Starmer da auszubaden hat. Der kann einem nur leid tun, aber diese Murdoch- und Döpfner-Journalie überall, dieselbe Soße, die braune selbe Soße. Ja. Man kann es anders gar nicht sagen. Das ist schon nicht mehr reaktionär. Das ist nationalistisch, dumpfbacken Journalismus. Es ist fürchterlich. Es ist Demokratie zersetzen. Aber Murdoch und Co. wollen ja gar keine Demokratie. Und Murdoch, das ist nicht der aus dem A-Team, die immer kommen oder mit alles wieder Nein, gut nein, werden. nein, 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 nein. Ist der andere. Das ist der mit Trump und der den auch ganz toll findet und der jede reaktionäre Bewegung ganz toll findet. Genauso wie der Döpfner. Also es ist eigentlich dieselbe Soße. Ich sag's ja, also schlimm. Und dann. Da freue ich mich doch über unseren öffentlich-gebrechlichen Rundfunk, der noch ein klein wenig Freiheit verspricht vor irgendwelchen Zugriffen, Genau. obwohl alle anscheinend nach Hamburg gucken und auf die nächste bald blind, bald blöd Schlagzeile lunzen, was sie dann sagen dürfen. Ja, Ah, ja. naja, okay. Nee, öffentlich-gebrechlicher Rundfunk ist schon die richtige Bezeichnung. Da müssen wir auch nochmal nachhaken bei den Rundfunkräten, dass die keine Standardadresse, keine E-Mail haben, wo man sie erreichen kann, ist ja auch ein Hammer. Das geht ja gar nicht, ne? Der Bürger darf doch da nicht plötzlich an seine gewählten Leute gehen und Ja, sagen, was macht ihr fürchterlich, da ne? eigentlich oder was macht ihr da nicht? Ne? Das geht Ja, doch nicht. Ja. das geht wirklich nicht. Das geht gar nicht. Ja, und die FDP ist ja bald weg, ne? Die sind weder sozialliberal, die sind ja nur noch Die sind nur noch. fossilanarchistisch, wirtschaftsneoliberal oder Manchester-kapitalistisch. Die sollen sich mal entscheiden. Wenn sie vernünftig wären, würden sie mal auf den sozialliberalen Pfad aller Baum zurückkehren, aber damit ist ja nicht zu rechnen, ne? Naja, Baum hat ja gesagt, wenn ihr das jetzt macht, worüber ihr jetzt hier fabuliert, dann gibt es euch demnächst nicht mehr.
Also Aktion selbst nach der Selbstmord. vorgezogenen Neuwahl würde es die FDP nicht mehr geben. 0,8% in Brandenburg, das ist die Hälfte dessen, was die Tierschutzpartei bekommen hat. Ja, das ist wirklich bemerkenswert und erinnert mich an eine Suizidaktion. Ne? Wenn der Kubicki da jetzt noch solche Ratschläge gibt, der ist wirklich nicht mehr so ganz klar. Weiß nicht, Halt ein vielleicht kleiner bringt er zu viele klare. Keine Ahnung. Kubicki ist halt ein kleiner Weihnachtsmann. Ja. Schade, dass er Schleswig-Holsteiner ist, dann fühle ich mich immer so unwohl, als einer, der aus Flensburg kommt, dass solche Nee, Leute da auch. musst du nicht. Auch bei den Libanesen, die Libanesen sollten sich auch nicht getroffen fühlen, denke ich mal, auch wenn Israel da ganz fürchterlich zuschlägt, denn eigentlich geht es ja gegen ganz andere Leute, oder? Ja, die Libanesen haben sich leider ergeben, der Hisbollah. Aber Libanon ist ja nicht Hisbollah-Land. Die stellen halt da nur auch Regierungs- und also das, was man Regierung nennen kann. Eigentlich ist der Libanon ein Failed State in Ja. dem Zustand. Die Libanesen müssten endlich sich mal wieder besinnen, dass sie Libanesen sind und keine Iraner. Ja, genau. Das denke ich auch. Also es ist überfällig. Ich glaube, wenn es ein eigenes libanesisches Selbstbewusstsein gäbe, Das gibt es, aber es sind zu wenige. das sind zu wenige. Ja. Die sind okkupiert von Milizen. Aber anders kann man es ja nicht sagen. Ja, allerdings auch, und da ist die Weltgemeinschaft nicht ganz unschuldig, die Abermillionen Flüchtlinge, die Palästinenser, die dort seit Jahrzehnten ausharren müssen, weil die Welt für sie keine andere Lösung gefunden hat. Natürlich sind die Ja. dort mit 2,5 Millionen oder noch mehr ein Machtfaktor. Ja, logisch. Ja. Ja, klar. Dann halt, was ich auch eine Fehlentscheidung sondersgleichen finde, ist dieses 58-Euro-Ticket. Ja, also ich sage mal, von 9 Euro auf 50 Euro war ja schon ambitioniert und daneben für Leute, die es sich nicht leisten können, die nicht so viel Geld haben. Aber jetzt nochmal wieder 9 Euro draufzulegen, finde ich auch, da fehlt irgendwie die soziale Komponente. Also da muss ich dem VdK und dem Sozialverbänden vollkommen recht geben. Da muss noch was nachgebessert werden. Ich bin ja sowieso dafür, dass man jedem, der gar keinen Nahverkehr hat, dass man dem die Kosten ja, den Preis für das Sozialticket einfach mal erstattet. Also jeder auf dem Land, der kriegt dann halt 58 Euro jeden Monat. Das wäre doch was. Das wäre eine Variante, aber wo wir gerade bei Kosten sind, wir kosten hier Gott sei Dank gar nichts, auch wenn man uns abonniert, kosten wir Wir nichts. haben auch nicht das Ansinnen, dass ihr uns da 5 € überweist jede Woche. Noch nicht, noch nicht. Also, macht's mal gut, ne? Bis morgen.